Schelle zwischen der 7. und 8. Rippe auf der linken Seite. Auch ein schrecklicher Vorname, wenn der Anita heißt. Meine Güte, Anita geht ja noch. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt eine Tochter, die hast du Leila genannt. Ah, da ist aber auch Spaß. Junge, Junge. So, bitte, wer noch mit möchte, bitte gleich geht's los. Wir machen euch die Haare schön. Bisschen wie Kettwiesel. Kennt noch jemand Kettwiesel? Kettwiesel und Kübalda. So, bitte, wer noch mit möchte, bitte. Schicken Sie uns, bitte, wir haben noch Platz. Also, wenn ich zu Ihnen komme, fühle ich mich immer, als wenn ich nach Hause komme. Ich war schon ganz oft hier am Turm. Ach, Sie waren verrücktes Zuhause. Ich finde, Sie könnten auch gut irgendwie bei einer Comedy-Show mitmachen. Das ist pure Comedy. Ja, ernsthaft. Das ist großes Kino. Ja, jetzt zahle ich auch immer 1 Euro für mich. So, bitte, mag noch irgendjemand mit? Ein bisschen Platz haben wir noch. Jetzt stellt euch nicht so an. Nur weil eine Frau am Steuer sitzt. Meine Güte. Wir hatten mal eine Bundeskanzlerin. Und wie sich im Nachhinein ja so rausgestellt hat, so ganz schlecht war sie ja nicht, ne? Ja, ja. So, komm schnell noch rein, bitte. Es geht gleich los. Also, wenn irgendjemand technische Daten haben möchte, der Turm ist 85 Meter hoch. Das ist die meistgestellte Frage. Er ist 85 Meter hoch. Und dann kommt natürlich die Überraschung. Es geht 85 Meter nach oben. Und dann, ja, es geht 130 Meter nach unten. Ich kann eigentlich bei Ihnen auch ein One-Way-Ticket buchen. Nur hin. Einfache Fahrt. Wenn wir abbauen, dann muss man nochmal nachzahlen, ne? Weil da muss man ja doch nochmal zurück. Ne? Waren Sie irgendwann schon mal mit dem Power Tower hier? Ja. Ich meine, mich auch erinnern zu können. Der Power Tower ganz neu war, standen wir mal. Da hinten, ne? Ganz oben, ja, am Kopf. Genau. Ja, kann ich mich auch noch erinnern. Da war mein Sohn noch ganz klein. Ja. Ja, hatte er aber gerade aufgemacht. Ich habe noch nicht eine Karte verkauft. Da kommt mein Sohn, ich weiß nicht, der war 5, kommt er mit so einer Knarre um die Ecke. So, wo ist denn die Knarre her? Hat die Frau mir vom Spielzeuggeschäft geschenkt? War aber leider noch ein Preis dran, 25 Euro. Ui. Ich sage, weißt du was, bring die der Frau mal wieder und wenn du Geld bezahlt haben sollst, wieder zurück. Er hat mich beglaubt. The point of no return. Arrivo, muchachos, es geht los. Monika, wir fliegen nach Mexiko. So, meine Lieben, herzlich willkommen. Wer es noch nicht gemerkt hat, wir sind gestartet. Und von nun ab seid auf euch allein gestellt. Ach, alle, die so mit den Beinen wackeln, die sind ein bisschen aufgeregt. Ja, 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 ja. Oder am ADHS. Herzlich willkommen im höchsten Transportablen Giro Rock Tower der Welt. Können denn die Achterbahn-Fans in Hamburg mit Heidi rechnen oder schaffen sie das nicht? Die müssen mit uns rechnen. Tatsächlich? Ja, ja. Wir kriegen das hin. Super, da werden sich die Hamburger freuen. Ja. Und ich auch. Wir müssen auch irgendwie gucken, dass das wieder alles am Laufen kommt. Wir haben ja ihren Mann. Für die Fans, wir müssen auch, das ist unsere Existenz. Ja. Wir haben ja ihren Mann in Wolfsburg getroffen. Jetzt drüber, Achtung, fertig! Erstmal 40 Meter! Die Ignoranz bin aus Weiß, bereit halten, release, steady, fallen lassen und los! Ja, hat's gekribbelt in der Magengegend? Das, meine Hasen, war das kurze kleine Kribbeln in der Magengegend. Ihr habt was anderes bestellt. Ich habe übrigens immer einen Organspendeausweis tatsächlich dabei. Ich habe auch einen. Ja, weil ich bin nämlich schon eins. Sollte jetzt irgendwas schiefgehen während der Fahrt? Ne? Ich bin die Erste, die weggießt. Tschoi, tschoi, tschoi. Schön die Augen aufblasen und ab geht die Party. Jetzt wird's lustig, laut und schmutzig. Jetzt geht's los. Da, 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 da.
wir ratschern nochmal, weil es so schön war, gell? Ist er zu Hause oder nach München? Heute komische Geräusche. Ich glaube fast, ihr überlebt das nicht. Der Mond ist verschwunden und das Seil hat einen Riss. Nun glaubt das nicht. Ich mach euch doch nur Schiss. Wir rattern los. Die Herrschaften vom Roten Kreuz, ihr dürft gerne mal mitfahren. Wir sind immer froh, wenn Sanitäter an Bord sind. Die können dann keinen Unfug mehr machen. Kommt schnell rein mit der Sanitäter, fahren unentgeltlich mit. Denn früher oder später braucht jeder einen Sanitäter. Doch die Gefühle haben Schweigepflicht, was ich wirklich denke. Kommt rein, ihr beiden Hasen, euch nehmen wir noch mit. Kommt rein gehoppelt. Und ihr, ich sehne mich nach dir. Chakalaka, Mietz, 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 lecker, lecker. Alright, dann würde ich sagen, Abfahrt. Jetzt geht's los. Bitte bügeln, schließen und schon nicht. Ready? Oh, Latschi, ich bin selber schon ganz aufgeregt, Kinders. Jetzt geht's los. Aufsehen am Highway, weg vom Jitsch. Aufsehen an der Wahnsinn, Kade. Nicht mehr vom Beckenrand springen, bitte. Bei uns ist Badekappenpflicht. Jetzt geht's los. Oh, Latschi, dann ab geht die Party. Es bewegt sich. Dann macht man freundliches Gesicht, ne? Macht euch nochmal die Haare schön. Man muss gut aussehen, wenn man zum ersten Mal in den Himmel kommt. Der erste Eindruck ist immer entscheidend. Und wenn die Männer beim ersten Rendezvous sagen, sie schauen den Frauen nur in die Augen, dann ist das auch gelogen. Wir fahren mal die gut aussehenden nach vorne, ne? So. Peitscher, Peitscher, jawoll, jetzt geht's los. Achtung, fertig, ready, steady, viel Spaß, geht los. Denn jetzt geht's einmal um die Welt und los! Dann sagen wir mal vielen lieben Dank an Christina Schneider, die aus einer berühmten Großschaustellerfamilie stammt. Oskar Bruch aus Düsseldorf dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Die betreiben unter anderem die Alpina-Bahn. Hatten früher mal die Looping-Achterbahn Eurostar. Na, ja, Moment. Es war noch nicht ganz wie bei Las Vegas. Das, meine Hase, das war Biber Wuppertschal. Alle noch glücklich? Ihr seht gut aus. Der eine oder andere sieht gut aus. Wir kümmern uns jetzt ausschließlich um die anderen. Um die anderen 98%. Achtung, fertig? Ach so, sollte jetzt irgendwas schief gehen während der Fahrt? Ich bin die Erste, die weg ist. Joy, joy, joy. Ihr hattet jetzt gerade den Fall mit Welpenschutz. Jetzt ist vorbei. No mercy!
No mercy anymore. Jetzt geht's ganz nach oben. Achtung, fertig, los. Nothing can stop me, I'm all the way up. Christina ist mit Ewald Schneider verheiratet und die beiden betreiben auch noch die Achterbahn Heidi the Coaster, die ja auf der Fahrt von Wolfsburg nach Oberhausen bekanntlich auf der A2 bei Peine verunglückt ist, aber bis Hamburg Gott sei Dank wieder spielbereit ist. Da stehen wir nun mit unserem Talent, 85 Meter hoch über Goslar. Na, bereut das schon? Und wenn es jetzt irgendjemand da oben an Bord geben sollte, der plötzlich feststellt, ich habe Angst. Oder irgendjemand da oben sitzt mit feuchtnassen Händen, mit verkürzter Atmung, kurz vorm Herzinfarkt, da sage ich nur ganz sensibel, ganz einfühlsam, sage ich da. Ist mir egal, ist mir egal, egal. Da stand ja unten nicht dran, Hello Kitty Kutsche oder Benutzung nur für Wendy Leser. Nein, das Leben ist kein rosa-roter Ponyhof. Ihr wolltet hier mit? And no! Das Herz wirklich in die Hose, ne?